Initialen und natürlich der Silbermedaille eingraviert, eingeschnitzt, das wird dann nach Hause geschickt. Die heutigen Sieger waren für uns nicht erreichbar und wir haben mit so einer Demonstration bewiesen, dass sie da einfach aufgekehren. Verdiente Nachfolger, wenn man so will, als Olympiasieger. Und für uns war es eine hauterkämpfte Silbermedaille und wir sind heilfroh, dass wir das so übergebracht haben. Und deswegen glänzt die Silbermedaille für uns sehr, sehr gut. Was einfach schön ist, wenn ihr da reinkommt in den Austria-Tirolberg, dann merkt man vor allem etwas, dass es euch wirklich jeder gönnt. Ist man auch ein bisschen stolz auf diese Tatsache, dass ihr einfach super geil, genial, sympathisch rüberkommt? Ja, das ist das Feedback, das wir kriegen. Wir sein halt so, wie wir sein. Und das ist schon was Cooles, ja, wenn man das dann so zurückkriegt. Das hat aber auch schon im Vorfeld angefangen, wo wir einfach dann schon die letzten ein, zwei Jahre jetzt mitgekriegt haben, wie viel Leute eigentlich das mitkriegen und schon mitfiebern, auch den Weg dorthin, den wir eingeschlagen haben, den Weg nach Sochi, den Weg zum heutigen Rennen. Und wir sind so oft angesprochen worden, macht es gut und gebt Gas, wir halten euch die Daumen, ihr seid ein Wahnsinn und dass wir das jetzt mehr oder weniger alles ein bisschen zurückgeben können mit einem genialen Rennen, macht einen extrem stolz und sowas gibt es extrem, extrem viel. Du seid richtige Stimmungskanonen, das hat man beim Singen gemerkt. Ist das was, wo du hinspekulierst als zweite Karriere? Ich glaube, das hat man gehört, dass das jetzt eher ein Nein sein muss. Weil allein wenn Showfaktor macht man es dann auch nicht. Die Stimme fehlt dann auch schon, glaube ich, ein bisschen dazu. Nein, Spaß beiseite. Das war ganz eine nette Einlage jetzt. Das hat man sich halt einmal so angefangen. Und weil wir lustige Kerle sind, spielt man da auch gern mit. Die Gaudi muss stimmen. Und deswegen werde ich aber trotzdem nicht irgendwie eine Sängerkarriere anstreben. Ihr seid jetzt relativ lang schon im Rodelgeschäft. Wie geht es weiter mit der Karriere? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Wie schaut es aus in den nächsten Jahren? Wir haben uns insofern Gedanken gemacht, dass wir gesagt haben, wir gehen mit allen Kräften das Ziel Sochi 2014 an und sitzen uns danach in Ruhe zusammen und reden einmal. Also das ist wirklich Stand der Dinge, weil denke ich einmal, dass das heutige Rennen oder der Ausgang vom heutigen Rennen viel mit dazu beiträgt. Aber ich kann jetzt einmal momentan nur genießen und zum Restlichen oder zum Weiteren einmal nicht viel sagen. Morgen ist nur der Teambewerb und dann darf auch gefeiert werden. Ganz genau, morgen müssen wir es nochmal zusammenreißen und die Chance waren mit dem Format Teamstaffel und auf der Bahn ist, glaube ich, alles möglich. Da müssen wir volle kämpfen und dann werden wir mal feiern, ganz richtig. Danke, Gratulation. Danke.